Hallo und willkommen zurück zu Zombie. So, wir wollten jetzt diesen Code entschlüsseln. Ehrlich gesagt, ich bin da so ein bisschen raus gerade. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen soll. Hier rutscht ein Alphabet entschlüsseln. Ja, super. Was soll ich denn da entschlüsseln? Schon zurückgehen vielleicht. C5, was? Vielleicht steht irgendwas in meinem Buch, in meinem Schlauen. Gucken wir mal rein. Überlebensregeln, bla bla bla. Zeitung, Briefe, Queen, Dunkel, Prophezeiung. Nein. Karte, Fähigkeiten, Meinung. Was war das? Achso, Überlebenszeit. Meine Mission. Benutze den Code, um den Bunker zu verlassen. Das mit dem Code habe ich irgendwie noch nicht so richtig raus. Ja, also, was ist das? Hä? Das ist eine komische Zeichnung da drauf. Das ist auch so eine komische Zeichnung drauf. Also da habe ich jetzt komische Zeichnungen drauf, aber das würde mir nicht, glaube ich, helfen, den Bunker zu verlassen. Ich habe den Dreh noch nicht ganz so verstanden, glaube ich. Reichweite. Okay, haltet mich für doof, aber irgendwie finde ich das jetzt wenig intuitiv. Ja, entschlüsseln. Super. Aber, wie? Wie entschlüssel ich denn sowas? Gib mal jemand eine Anleitung für den Scheiß. Was soll denn das? Ja, also irgendwie bin ich da raus. Zeigen irgendwelche Pfeile auf diesen Schrank. Glaube ich. Okay. Ach so. Benutzt jetzt das Keypad. 5150. Welches? Schieb den Schrank beiseite, ja. Wer ist denn mit dem Tipp gewesen? War es jetzt 5150? Ja, war es. Die 7 Glockenschläge. Bewegung. Rauf aufs Dach. Ich komme. Oh. Rauf aufs Dach. Okay. Sorry, mehr kann ich nicht tun. Ich muss die anderen Wände säubern. Ja, mach mal. Landung nicht möglich, wiederhole, können nicht landen. Wir holen euch vom Dach, bereit machen. Schnauze! Erzieh dich! Das war ja die Kettzeug von ihrem Leib. So. Schnell! Wen? Wo? Warum? Lauf weiter! Lauf doch weiter! Bin ich hier richtig? Wir müssen hier raus! Lauf! Ja.
Ja, nur mach zu die Tür. Der ist schon mal ziemlich hoch. Wie geht's jetzt hier raus auf Dach? Hallo? Hä? Bin ich hier? Wo muss ich hin? Tür verschlossen. Und das Dach! Ja. Hey, von Spooky. Und den Platz frei. Mel! Das war nicht ganz die Taste, die ich wollte. Du schaffst das! Komm schon! Wirf mir nicht weg! Ich gebe mein Bestes. Ich wollte gerade auf dieses Maschinengewehr wechseln. Zwischensequenz! Oh. Filmwechsel! Alfred Hitchcocks Die Vögel. Oh Gott, nein! Haben wir irgendwas verpasst? Oh shit. Shit! Aber wir haben noch eine Chance. Wir brauchen einen Heli von der Küstenwache oder sowas. Wir geben nicht auf. Ich schwöre. Ich überlege mir was und melde mich dann, okay? Ich schwöre, beim Siegel Gottes. Leer. So, dann zurück zum Alltag. Warte mal, ich mach mal kurz. Da habe ich nicht mehr allzu viel Schuss. Du bist jetzt erstmal 2. Mach auf den Scheiß! So. War bestimmt die Tür, die eben gerade verschlossen war. Super. Und nun, komme ich da wieder hoch? Muss ich überhaupt lang? Ich sehe nicht durch. Ich glaube, das Öffnen dieser Tür hätte ich mir sparen können. Ist egal. Die machen wir zu. Die machen wir auf. So, die machen wir auf. Ach nee, sag mir nie. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Die ganze Mühe, bloß dass du da oben wieder rauskommst und praktisch wieder hier bist am Anfang. Na, herzlichen Glückwunsch. Na denn, auf ins Safe House. Das ist irgendwie deprimierend. So ein bisschen jedenfalls. So. Bin ich wieder im Safe House. Auf die Tür. Ich habe den Funkverkehr verfolgt. Lief wohl nicht so toll. Und nun sind die Raben geflohen, wie vorhergesagt. Ah, Schnauze. Klugscheißer. Sieh mal, ich sag's ja nicht gern. Aber hatte ich dich nicht gewarnt? Ich verstehe ja, du willst raus, weg von hier, nie mehr zurück. Aber so einfach ist es nicht. Doch, ist es. Diesmal positiv. Du bist noch da, ein Überlebender. Und ich hau nicht ab. Egal, wie schlimm es wird. Kann ja auch aber nicht. Aber täusch dich nicht. Es wird noch schlimmer. Ich sagte, die Fäulnis endet erst, wenn ein reinigendes Feuer von schwarzen Engeln über die Welt kommt. Wir dachten alle, er meint die Raben von die. Wie dumm wir waren. Nein, er meinte etwas viel Schlimmeres. Ah ja. Oh, scheiße. Du musst den Generator auftanken. Ich glaube, du solltest Vigram besuchen. Er führt die Shoreditch-Tankstelle am Ende der Brick Lane. Er und seine Familie leben direkt darüber, du kannst es nicht verfehlen. Er hat sich dort eingeschlossen und verkauft Sprit an Überlebende. Du wirst zu ihm vordringen müssen, aber wenn du da bist, sag einfach, der Prepper schickt dich.
Der Tripper schickt mich. Ups, falsche Taste. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich speichere vorher nochmal. Bevor irgendwie ein Bug kommt wieder. Mal kurz eine gute Nacht. Mal nur hinlegen. So. Kann weitergehen. Jetzt bin ich wieder fit. Durch die Tür. Und durch da. Rein in die Kloake. Ich glaube, jetzt kann ich auch diese komische Tür öffnen, wo ich die ganze Zeit immer vorstand, so, wie zum Fuck komme ich durch diese Tür? Aufheben? Habe ich die vorher nie gesehen? Okay. Wer bist du denn? Man sollte davon ausgehen, dass die Armbrust wesentlich mehr Schaden machen würde. Oder? Ne? Seid ihr doch auch ganz meiner Meinung. So. Ich glaube, ich sollte auch meine Waffen mal aufwerten. Ich glaube, es wird Zeit. Benutzt das mal. So. Scheint jetzt schwerer zu werden. Lass mal nachladen. So. Guck mal her, ich nehme dich mal mit. Ruhe. Geh mir nicht auf den Kranz. Naja. Hab dich schon gesehen. Alles wird gut. Alles wird gut. So. Ich wiederhole mich, ne? Ich mache ja auch irgendwie dauernd dieselben Tätigkeiten. Leere Koffer zum Beispiel. Aha. Super. Damit erwische ich bloß nicht gerade den, den ich gerade will. Ey, du Gruppi. Ey, du Gruppi. Ja, das hat ja super geklappt. Also die Minen sind... Ach, siehst du, die Mine, genau, das war's.
Die Minen sind das Allernutzloseste in diesem ganzen gesamten Spiel. Es ist so unfucking fassbar. Vor allem die gesamte Steuerung. Oh, nee. Die Waffensteuerung und. Halt die Schnauze und start endlich. Wer bin ich denn? Der Generator muss betankt werden. Ja, halt die Schnauze, als wenn ich das nicht wüsste. Explodiert mir diese scheiß Mine im Gesicht. Es ist so nervig mit diesem. Ich weiß gar nicht, warum ich. Deswegen wollte ich das blöde Mistding nicht mitnehmen. Mine, umschalten, dann hier und dann da und dann rechtsklick und dann drücken und dann hinlegen und. Oh. Alter, das ist eine Mine. Man nimmt die Hand, macht einmal und klatscht das Ding in die Ecke. Und macht da keine Wissenschaft draus. Ist ja furchtbar. Wie gesagt, die Waffensteuerung hier ist. Ist das schon wieder ein Zombie um die Ecke oder ist das ein Rabe hier? Oh, doch noch ein Rabe. Und dann hing halt dieses beschissene Verkehrsschild noch, wo ich dran festhing. Ey. Oh. Ja, ist ja gut. Ruhe in Frieden. Du stehst nicht wieder auf. Unfucking fassbar sozusagen. So, du bist 2, du bist 1, du bist 3, du bist 4. Soll man diesen Rechtsklick gedrückt halten und dann. Schlag einfach zu, kann doch nicht so schlimm sein. Wegschubsen hätten sie auf rechts lassen können, irgendwie Rechtsklick oder so wegschubsen. Hier in den anderen Spielen doch auch. Naja, egal, was soll's. So. Was ist ein Bär? Ich wollte gerade sagen, wer hat denn da hingekackt? So. Pfeile. Pfeil. Aha. Ein, sechs. Super, und das da ist der andere Teil. Das. Was haben wir hier? Oh, Munition. Nehme ich. Eins, sechs. 4, 3, 1, 6. Weil er verkauft seinen Sprit. Überlebende. Jetzt habe ich natürlich die Dings vergessen. An Überlebende, die ihn ja nicht finden können, weil sie ja gar nicht diese scheiß Schrift entziffern können. Geschweige denn, die sie überhaupt nicht überhaupt erst sehen. Ein 6 war richtig. Was war das andere? 4, 3. 4, 3. 1, 6. Hä? Oder 3, 6, 4. 1, 6. 4, 3, 1, 6. War doch richtig, oder was? Vier, drei, eins, sechs. Teil kloppt. Naja, egal. So. Aber hier geht's nächstes Mal weiter. Bis dahin. Tschüss.